Ja, hi, ist wieder der Patty und hier geht es heute um die Pentatonik. Na, der Harmonielehre-Workshop geht weiter in die nächste Runde und heute kümmern wir uns um die Fünfton-Tonleiter. Bis gleich. Guten Tag und ein herzliches Willkommen an alle Gitarreros und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Patty und ich freue mich darauf, euch auf eurem Weg an der Gitarre begleiten zu dürfen. Das ist natürlich alles vollkommen kostenfrei und unverbindlich. So, nun viel Spaß bei meinem Video und ich hoffe, ihr könnt ganz viel daraus mitnehmen. Bei Fragen immer her damit an meine E-Mail-Adresse patty@guitar-camp.de. Bis gleich! Ja, die Pentatonik, was ist das überhaupt? Ich habe es im Gitarrenkurs ja schon mal erzählt. Bei der Pentatonik geht es darum, Leit- und Strebetöne der heptatonischen Tonleiter wegzulassen. Na, ihr wisst, die heptatonische Tonleiter, zum Beispiel C-Dur, besteht aus 7 Tönen, Grundton und die Halbtonschritte. Das wisst ihr alles, habt ihr alles schon gelernt. So, jetzt ist hier die Pentatonik die Fünfton-Tonleiter. Ne? Das heißt, wir haben 2 Töne weniger. Wenn wir erstmal von Dur ausgehen, ne? Wir gehen erstmal davon aus, C-Dur wie gehabt, und daraus wollen wir die Pentatonik erstellen. So. Jetzt können wir das natürlich wieder machen, indem wir uns Halbton und Ganzton und Anderthalbtonschritte merken. Aber das wollen wir gar nicht. Prinzipiell für Gitarristen, wenn sie einmal die Fingersätze kennen, dann sind die irgendwann drin. Also sobald die geübt werden, das ist, glaube ich, das Einfachste, was man als Gitarrist nebenbei so lernen kann. Ne? Gut. Ja gut, die Pentatonik, wie bildet sich die Pentatonik? Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir gehen wieder von C-Dur aus. Ja? In bestimmten Situationen, ich sag mal, wenn jemand eine Akkordprogression spielt und ihr möchtet gerne drüber solieren, ist in bestimmten Situationen nicht immer gut, den vollen Tonumfang von dem C-Dur zum Beispiel zu nehmen. Ne? Das kann in gewissen Situationen sehr schräg auch schon mal klingen. Deswegen nutzt man die Pentatonik, um dieses Leittonverhalten von manchen Tönen aus der heptatonischen Tonleiter rauszunehmen. Gut, ich zeige euch mal, was ich meine. Wir haben unsere C-Dur-Tonleiter. C, D, E, F, G, A, B. So, jetzt müssen wir uns fragen, weil wir wollen ja C-Dur wissen, in welcher anderen Dur-Tonleiter, also aus unserer chromatischen Tonleiter, ne, von diesen 12 Tönen, in welchen anderen Dur-Tonleitern das C-Dur die Subdominante und die Dominante ist, also oder, ne? Denn ihr wisst, nur an diesen Stellen, also an 1, 4 und 5, werden Dur-Akkorde gespielt in Dur-Tonleitern, ne? Dementsprechend kann ein C-Dur-Akkord auch nur an diesen Stellen sitzen. Ich habe es mal hier hängen lassen. Ihr seht hier in der C-Dur-Tonleiter, wenn ihr wissen wollt, welche Akkorde ihr spielen könnt, ich habe es euch ja alles schon erklärt, dann C, F und G. So, jetzt habe ich den Quintenzirkel auch mal hängen lassen. Und hier könnt ihr jetzt gucken, an welcher Stelle die Dominante und die Subdominante C-Dur ist. Ne? Ihr müsst jetzt einfach gucken. Ich habe es euch damals auch schon erklärt. Ich habe ja da hier die römischen Zahlen in dem geschrieben. Das heißt, es ist ein bisschen leichter, vierte und fünfte Stufe zu finden. Ne? Gut, vierte Stufe, ihr seht es schon, 1, 2, 3, 4, hier ist ein C. Ergo, in dieser Tonleiter wird ein C-Dur gespielt. So, das ist Tonleiter G-Dur. Wenn wir eine nach links gehen, sehen wir, dass das C auf der 5 steht. Das heißt, die Dominante von F-Dur ist C-Dur. So, und jetzt könnt ihr euch merken, die Tonika, also der erste Akkord oder der erste Ton, die Tonika der Ausgangstonleiter ist gleichzeitig die Dominante seiner eigenen
Subdominanten. Ja, also wenn wir davon ausgehen, nochmal, also falls ihr das jetzt nicht verstanden habt, ich mach's nochmal. Die Tonika, ne, der Ausgangstonleiter, nämlich hier bei uns C-Dur, ist die, ihr wisst, die Quarte, nämlich das F, ist die Subdominante von der Tonika C-Dur. So, wenn wir jetzt uns F-Dur angucken, ist die Tonika von C-Dur, also das C, auf fünfter Stufe. Ne? Das heißt, wenn F jetzt hier von F-Dur die Tonika ist, ist das C die Dominante. Also ist das C gleichzeitig die Dominante seiner eigenen Subdominanten. In dieser anderen Tonleiter. Ja? So, wir schreiben jetzt mal F-Dur auf. F, G, A, B-Flat. C, D und E. So, dann nehmen wir uns G-Dur auch noch vor. Da haben wir G, A, B, C, D, E und Fis. So. Jetzt sehen wir hier, jetzt muss ich mal kurz meinen roten Stift suchen, da ist er. Jetzt sehen wir hier, das ist der Ton, von dem wir die Pentatonik erstellen wollen, ne? Beziehungsweise die Ausgangstonleiter, ne? Die heptatonische Tonleiter C-Dur. Gut, jetzt können wir nicht willkürlich einfach irgendwelche Töne weglassen, wir müssen gucken, welche Töne wir weglassen können. Und das machen wir jetzt hier wie folgt. Ihr seht jetzt hier auch, dass das C, der Ausgangstonleiter, die Subdominante seiner eigenen Dominanten ist. Das müsst ihr jetzt verstanden haben. Ausgangstonleiter C-Dur, C die Tonika, hier ist G die Tonika, C steht an vierter Stelle, also ist die Subdominante der Tonika G. Und die Tonika G ist ja gleichzeitig die Dominante der Tonleiter C-Dur. So. Gut, und jetzt gucken wir, welche Töne diese drei Tonleitern gemein haben. Also welche Töne in allen drei Tonleitern gleich vorkommen. So, wir nehmen einfach mal grün. Gut, also jetzt gucken wir, fangen mal oben an. Wir gehen mal von der Ausgangstonleiter aus. Das C ist in der Tonleiter G-Dur. Und in der Tonleiter F-Dur. Und natürlich auch in der Tonleiter C-Dur, ne? Sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. So. Das D ist in der Tonleiter G-Dur und in der Tonleiter F-Dur. Ne? Folglich auch hier. Jetzt gucken wir uns das E an. Das E ist in der Tonleiter G-Dur enthalten und in der Tonleiter F-Dur enthalten. Ergo, passt. So. Das F ist in der Tonleiter F-Dur natürlich enthalten, aber Obacht, in der Tonleiter G-Dur ist es ja zum Fis erhöht worden, damit wir diesen Halbtonschritt haben. Das heißt für uns kein F in der Pentatonik. So. Jetzt gucken wir uns das G an. Das G ist natürlich in der G-Dur-Tonleiter vorhanden. Natürlich auch in der Ausgangstonleiter und die Sekunde von F-Dur. Da ist auch das G. Gut, das A ist in G-Dur, in F-Dur und natürlich in C-Dur vorhanden. Das ist natürlich die Mollparallele von C-Dur. Und eine A-Moll-Pentatonik kennt jeder Gitarrist. Ne? Gut, also muss natürlich das A in der Pentatonik von C-Dur dabei sein. Gut, jetzt gucken wir uns nochmal eben als Vergleich das B an. B ist in G-Dur, aber da es vermindert wurde für die F-Dur-Tonleiter, damit die Halbtonschritte passen, ist unser B, das deutsche H, nicht in unserer C-Dur-Pentatonik enthalten. So, was wir jetzt festhalten können,
ist in unserer C-Dur-Pentatonik, sprich auch in der A-Moll-Pentatonik, sind die Pentatoniktöne C, D, E, G und A. Das sind unsere fünf Töne der C-Dur-Pentatonik. So, jetzt zeige ich euch in der nächsten Schablone hier mal die Fingersätze und dann zeige ich euch das, was ich euch im Gitarrenkurs nicht gezeigt habe, weil es Anfänger eigentlich noch gar nicht interessiert und eigentlich auch erstmal vollkommen egal ist. Nur jetzt möchte ich es euch gerne zeigen, weil es ist auch mal so ein nice to know. Ne? Gut, ich lege mal eben eine andere Folie auf. Gut, ihr seht jetzt hier ganz viele verschiedene Pattern und einhergehend damit, dass ihr wisst, dass die Pentatonik fünf Töne haben muss, gibt es natürlich auch fünf verschiedene Pattern, also fünf verschiedene Ausgangstöne, von denen aus gestartet wird. Gut, ich habe das hier mal aufgeschrieben. Ist wie gesagt alles ein bisschen ausführlicher als im normalen Gitarrenlehrvideo zur Pentatonik. Da zeige ich ja nur die Griffbilder und zeige, was sie üben soll zum Spielen. Gut, aber jetzt hier geht es darum zu sehen, erste Lage. So, erste Lage C-Dur ist im achten Bund, logischerweise. Das rote sind immer die C-Töne. Das heißt, unser Grundton dieser Pentatonik, nämlich in diesem Falle das C, weil wir ja gerade in C-Dur sind, ist immer rot. So, unser C ist auf der E-Seite im achten Bund. So, jetzt seht ihr hier das Griffbild. Und hier neben seht ihr jetzt E-Form-Barré. Ich blende mal eben ein Bild ein. So, daran erkennt ihr jetzt, dass diese Lage C-Dur die gleichen Töne hat, wie als wenn ihr den E-Form-Barré als C-Dur spielen würdet. Ne? Also im achten Bund einfach den Barré C-Dur in E-Form, ne? Also von der tiefen E-Seite aus gespielt. Gut, ne? Ihr seht jetzt hier ganz schön in dieser Grafik, die ich da eingeblendet habe, hier ist einmal der Grundton und hier unten. Der Barré geht natürlich über alle Seiten, aber die drei Töne hier werden natürlich auch gegriffen. Und ja, daran sieht man dann natürlich gut, über was für Akkorde man mit welcher Pentatonik auch solieren kann. Nicht wahr? Also das funktioniert dann alles. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in C-Dur seid und einer spielt diesen C-Dur, dann könnt ihr natürlich jede dieser Ton, dieser Pattern hier benutzen. Ihr könnt aber auch einfach das mitspielen als Pattern, was er da gerade als Akkord spielt. Ne? So, oder ihr wisst jetzt, wenn euch der andere Gitarrist einen Riff mitgebracht hat und sagt, ja, guck mal hier, das habe ich, was weiß ich, wir bleiben mal bei C-Dur, das habe ich hier in C-Dur gespielt, in der Lage. Und dann wisst ihr auch, welchen Akkord ihr zum Begleiten nutzen könnt. Ne? Das nur mal nebenbei. Okay, gut, für die zweite Lage, für das zweite Pattern hier, beginnt im 10. Bund beim D, ist der D-Form Barré mit der Quinte im Bass. Ne? Habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ihr seht jetzt hier auch gut, das Ende dieser Pattern hier, also der rechte Teil, dieser hier, ist der Anfang von dieser. Ne? Ihr geht hier von C auf D und hier ist D natürlich der Anfang. Ne? Gut, dann gehen wir zur dritten Lage, nämlich C-Dur auf E. Das ist natürlich im 12. Bund oder halt auf der Leerseite. Ich habe mal 0. Bund geschrieben. Und dazu passt der C-Form-Barré. Ne? C-Form-Barré kennt ihr auch. Also schreibt euch das bitte alles ab, was ich euch hier aufmale und einblende, damit das euch auch überhaupt was bringt. Ne? Weil ich denke, so eine schöne Übersicht zu haben, ist gar nicht so verkehrt. Gut, vierte Lage, C-Dur ist vom A-Form-Barré. Das heißt, ihr könnt entweder die Quinte im Bass nehmen. Aber gut, hier im Moment in C-Form habe ich vergessen, die Terz im Bass. Ne? Das wäre dann der Ton hier oben. Oder halt, ihr lasst es,
ihr fangt meistens ja eh auf dem Grundton an zu solieren oder ihr spielt um den Grundton rum. Also im Prinzip ist es dann egal, ob ihr jetzt die Terz im Bass nehmt oder nicht. Ne? Wie gesagt, ihr könnt auch alle Pattern hier beliebig verschieben. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr möchtet gerne D-Dur spielen, ne? Dann wisst ihr, D-Dur, alle Töne sind ein Ganzton weiter, also ein Ganzton höher, als die Töne der C-Dur-Tonleiter. Ne, das ist relativ logisch. Das heißt, ihr könnt alle Punkte jetzt hier, also alle Töne, um einen Ganzton verschieben. Dann wäre dann wär natürlich der Grundton im 10. Bund anstatt im 8. Ne? So wäre das dann. Also einfach alles verschiebbar, wie immer. So. Ja gut, vierte Lage ist der A-Form-Barré, also von der A-Seite. Ihr könnt aber die Quinte in Bass nehmen, sodass ihr den kompletten Barré spielen könnt über die E-Seite. So, hier seht ihr jetzt in der fünften Lage C-Dur vom A aus gespielt. Ne, ihr wisst, das A auf der E-Seite ist jetzt hier der Grundton für die Pattern und zielt vom A auf den Grundton C-Dur in unserer C-Dur-Pentatonik. So, wenn ihr das jetzt so seht, die fünfte Lage der C-Dur-Pentatonik, müsste euch auffallen, es ist gleichzeitig die erste Lage der A-Moll-Pentatonik. Ganz kurz, der G-Form-Barré, der kaum gespielt wird, passt zu dieser Pattern, nämlich der fünften Lage. Und sollte dann doch mal einer diesen G-Dur spielen, wisst ihr, okay, die Pattern passt gut darüber. Ne? So, das nur nebenbei. So, aber nochmal zurück, diese fünfte Lage der C-Dur-Pentatonik ist gleichzeitig die erste Lage der A-Moll-Pentatonik. Ne? Weil da geht der Grundton A von aus. So, ihr seht jetzt hier A-Moll. Ne? Wir gehen jetzt hier mal nahtlos über. Erste Lage A-Moll ist das A im fünften Bund, sprich fünfte Lage C-Dur. Ne? Da A-Moll die Moll-Parallele zu C-Dur ist und parallel heißt, ist parallel laufend, es ist alles gleich. Ne? Nur das, was hinterher an Emotionen bei einem Stück dabei rauskommt, ist was anderes. So. Das heißt, die ganzen Pattern sind dieselben. Halt nur für A-Moll ausgesehen in einer anderen Lage. Das heißt, die erste Lage A-Moll ist die fünfte Lage C-Dur. Die zweite Lage A-Moll ist die erste Lage C-Dur. Ne? So, gut, zur ersten Lage A-Moll passt der E-Moll-Form-Barré. Zur zweiten Lage A-Moll passt die D-Moll-Form als Barré mit der Quinte im Bass. Also ich muss es nicht mehr erklären, ihr wisst jetzt mal, wie es funktioniert. Ne? Dritte Lage A-Moll passt der B-Moll-7-Form-Barré. Ist jetzt auch nicht einer der häufig gespielten Akkorde, zumindest nicht im Rock, aber damit ihr schon mal wisst, dass es ihn gibt. Also vierte Lage A-Moll-Form-Barré, das ist das Logischste, ne? Denn ihr habt im Prinzip den Grundton hier auch auf der A-Seite im 0. oder 12. Bund. Was ist da logischer als den ganz normalen A-Moll zu spielen? Ne? So, fünfte Lage A-Moll G im 3. Bund oder halt im 15. Bund ist das G-Moll 7. Diesmal kein Barré, ein stinknormaler Septakkord. So. Ja, das sind unsere fünf Pattern in Moll und in Dur und die jeweiligen fünf Akkorde, die zu jeweiligen Pattern passen. Gut, ihr müsstet jetzt gleich eingeblendet, wenn ich einen Magneten finde, klauen mal hier ein, diese Grafik sehen. Das sind alle Töne dieser C-Dur-Pentatonik. Oder halt A-Moll, aber wir gehen jetzt von C-Dur aus. Alle Töne der C-Dur-Pentatonik auf dem Griffbrett. Ne? Die müsstet ihr im Prinzip einfach nur auswendig lernen. Nein, merkt euch einfach nur die Pattern. So. Und wenn man jetzt mal die einzelnen Bröckchen zusammennimmt,
Ihr seht das hier unten eingekringelt, ne, in verschiedenen Farben. Dann macht das alles schon wieder nicht ganz so kompliziert wie hier oben. Ne? Ihr seht jetzt hier oben ganz viele Punkte auf irgendwelchen Seiten. Ne? Es ist schon schwieriger als jetzt, wenn ihr euch das in so kleinen Blöcken vorstellt. Ne? Und so einfach ist im Prinzip halt auch die Pentatonik. Ne? Wenn ihr ein Stück in C-Dur habt, ne, dann wisst ihr jetzt, okay, die Pattern kann ich nutzen oder die Pattern kann ich nutzen. Ihr wisst jetzt auch, wie es aufgebaut ist, wie man es sich ableiten kann. Und am besten übt man natürlich diese Pentatonik über einen Backing-Track oder wie auch immer. Ne? Gut, so viel zur Pentatonik. So viel gibt es eigentlich auch wirklich gar nicht zu erzählen. Ne? Es wird halt meistens nur zum Solieren benutzt. Ne? Also im Rock, im Metal, was weiß ich wo. Im Blues käme noch eine Note hinzu, die Blue Note. Aber was das ist, das erkläre ich euch nicht im Harmonielehre-Workshop, sondern später irgendwann. Oder vielleicht packe ich es noch rein, ich weiß es noch nicht. Aber erstmal jetzt hier soll das mit der Pentatonik so reichen. Denn Blues ist so eine Sache für sich. Blues ist ja auch eher so eine Lebenseinstellung und keine Musikrichtung. Nein, doch. Also Blues hat einen bestimmten Sound, ne? Und den bekommt ihr nur hin, wenn ihr dieses Feeling mit einbringt. Das erkläre ich euch aber noch. Also das kann man auch eigentlich gar nicht gut erklären, das muss man im Blut haben. Also Blues ist echt so eine Sache für sich, ne? Gut, aber wir machen das noch. Aber wahrscheinlich erst nach dem Harmonielehre-Workshop, weil ich denke, irgendwann guckt ihr ihn euch eh an, also meine Gitarrenschüler. Und dann ist das fortlaufend, glaube ich, besser dadurch zu erklären. Da kann ich ein paar Blues-Licks auch noch einbauen. Ich glaube, das ist besser, als das jetzt hier in einem Harmonielehre-Workshop einfließen zu lassen. Gut. Okay, ich bin der Patty. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios.